Wo waren wir denn stehen geblieben letztes Mal? Wir haben 6500. Wir haben keine Erweiterung gekauft, glaube ich, oder? Tja, da muss ich erstmal ins Lager gucken. Hier sieht es ja nämlich schon wieder ziemlich leer aus. Ich glaube, ich habe letztes Mal auch so aufgehört. Ne? Wir haben Eier, die kleine Packung. Ja. Ich sollte erstmal die Rechnung bezahlen. Die habe ich schon bezahlt. Okay, alles klar. Also, Eier. Ja, ja. Was war das nochmal? Das waren die Jakobsmuscheln, oder? Ich hab keine Ahnung. Jakobsmuscheln. Schon wieder so viel kaufen, das ist doch nicht mehr normal in diesem Laden hier. Mann! Darf ich gleich die Scheiße wieder einräumen wahrscheinlich, ne? Alleine. Hilft mir ja wieder keiner hier. Ah, ja, was ein Spaß hier auf Beerdigung. Oh nee, oh nee, oh nee. Und ich spiele das auch noch freiwillig. Gut, 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 gut. Dann räumen wir den ganzen Schlunder, Pullunder. That time I got reincarnated, es ist wrong. Noch nie gehört. Aber klingt lustig. Ich will auch gerne als Schleim wiederkommen. Schöner Schleim sein. Schön einschleimen. So, hier. Ist das jetzt mein tägliches Leben hier? Einfach immer nur Zeug einräumen? Tja. Was soll ich da noch machen? Was soll ich da noch machen? Jetzt ist alles verloren. Das ganze Leben geht an mir vorbei. Erst das Leben. Ja, schon mal ein Paket an den Kopf gekriegt, du Assi. Nein, Spaß beiseite. Willkommen bei meiner Arbeit. Ja, immer nur einräumen und einräumen. Und irgendwann verdummt man dabei einfach nur. Ja, frag mich mal. Ich räume auch quasi immer nur was ein. Mehr mache ich auch nicht. Ich nehme was vom Band und pack das in einen Behälter. Und wenn der Behälter voll ist, dann fährt ein Staplerfahrer den weg und ja, ich nehme einen anderen Behälter und räume weiter ein, Teil für Teil. Ja, das ist mein Leben. Aber manchmal darf ich auch Stapler fahren. Das ist dann auf jeden Fall besser, ne? Das da mal darf. In 10 Jahren mal. So, jetzt brauchen wir auch Soda, aber ich weiß nicht. Das ist die andere, ne? Hallo? Soda. So, dann Wasser können wir beide mal kaufen. Hallo? Eingeben. Und dann noch irgendwas Kleines für den schmalen Geldbeutel hier. Haben wir das? Haben wir sowas? Oder kriegen wir sowas gar nicht mehr rein? Orangensaft vielleicht. Für den guten Wodka, ne? Für den guten Wodka braucht man Orangensaft, das ist ja klar. Ganz ruhig. Immer dieser Anzugträger, ne? Ich hasse Anzugträger. Ja. Ich würde nie einen Anzug tragen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist ungemütlich und sieht scheiße aus. Finde ich sogar noch besser eine schöne Jogginghose. Als ein Anzug. Bin ich gar nicht der Typ für.
Gar nicht. Ist eher der legere Mann. Der sportliche bin ich. Sieht man doch. Ich und meine alte Raucherlunge. Sportlicher geht's auch gar nicht. So, hier, das passt da gar nicht mehr rein. Wetten. Wetten tun nur die Fetten. Da gehöre ich ja nicht zu, wie wir wissen, weil ich ja sportlich bin. Das habe ich ja schon erklärt. Komm, hier. Auf den Boden. Auf den Boden der Tatsachen holen wir die Cola zurück. Und dann geht es auf dieser Wand weiter. Da haben wir einmal Puderzucker, normalen Zucker und Bleichmittel. Also Zucker habe ich gehört. Ich muss auch unbedingt mal meine Nachrichten da im Chat mal neu machen. Die sind auch alle kacke eigentlich. Kacke sind die. Alles kacke hier. So, davon auch mal zwei. Wer ist das eine nochmal? Wasch? Nee, wasch nicht. Wer ist das nochmal? Geschirrspülreiniger, Mann. Tabs. Entschuldigung. Komme ich nicht auf Tabs. So, dann geschnitten Brot nochmal. Da sind wir ja schon. Wenn dieses Einräumen nicht immer wäre, hätte ich so viel Zeit. Aber habe ich nicht. Habe ich nicht, weil meine Mitarbeiter nur vom Regal einräumen können. Die sind genauso wie Jan, der kann auch nur vom Regal aus einräumen. Der kann das gar nicht vom, wenn das woanders liegt, hier schon, kriegt er das nicht hin. Dann ist es vorbei. Da wird gar nichts eingeräumt. Und wenn der Laden dann leer ist, das ist egal. Das ist ihm egal. So, hier Puderzucker reiner mit dem schlechten Puderzucker. Das ist nämlich der billige. Den will nämlich keiner eigentlich, weil der zu billig ist. Wenigstens arbeiten die hier mal. Meine Fresse. Wir sind immer noch nicht weiter hier, ne? Ich mach die ganze Zeit nur Geld um. Oh, jetzt hat er das auch noch verkackt. Ich mach die ganze Zeit nur Geld, um wieder Sachen kaufen zu können. So. Das ist nichts gut. So, wir sind jetzt bei Kartoffeln. Ja, Kartoffeln. Moin, Patrick! Jetzt noch wach? Musst du nicht ins Bett? Bis morgen früh raus, Kollege. Ja, Kartoffeln und Milch. Ich bin hier gerade in meinen Angeln. Geil. Auf was angelt ihr denn? Ich bin hier gerade auf meinem Zweitjob, den ich leider angenommen habe. Traurigerweise. Ganz traurigerweise. Ich würde jetzt auch lieber angeln, aber das geht ja leider nicht. Aal. Ist schon wieder Aalzeit oder was? Warte mal, was war das hier nochmal? Reis, ne? Ist denn jetzt schon wieder Aalzeit? Ich habe da noch keine Ahnung von. Freunde. Obwohl ist es wahrscheinlich immer Aalzeit, oder? Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich bin da ganz überfragt. Aalglatt. Am Angeln ist der also jetzt. Angelt man immer so spät? Oder? Eher nicht so. Das ist eher dein Ding. Kann ich noch irgendwas nachbestellen? Will ich gar nicht. Will nicht so viel Geld ausgeben. Wir müssen noch mal wieder neue Regale haben für da drinnen, ne? Nachtaktiv. Ah. Guck, habe ich schon wieder was gelernt. Nachtaktiv sind die kleinen Dinger also. Die Aale. Die kleinen Aale. Kann ich hier eigentlich auch Aale verkaufen oder? Oder nicht? Wäre mal es wert zum Gucken, ne? Dass ich, ob ich hier Aal verkaufen kann. Irgendeinen Fisch haben wir hier, aber ich glaube, das ist nicht Aal. Kannst ja mal was beisteuern hier an Aal, ne? Dass wir auch mal Aal verkaufen können.
So, hier. Boah, ich glaube, dann haben wir es endlich immer, dieses dumme Auffüllende. Das geht mir so auf den Senkel, muss ich sagen. Ich wollte gucken, was es noch so gibt. Alle Rechnungen sind bezahlt, das klingt immer gut. Lizenzen. Wir haben Krabbensticks. Ja, Krabben haben wir, das ist sehr schön. Kartoffelpüree. Sandwichbrot. Ronz. Sandwichbrot. Geil. Geil. Geiler Scheiß. Dafür brauche ich aber noch Platz, ne? Ich habe keinen Platz mehr. Grüne Bohnen. Bier gibt's. Oh, hier gibt's Whisky sogar noch. Geil, geil, geil. Whisky. Bücher gibt's sogar. Hundefutter. Ist ja unglaublich. Ja. Kostet ja nur 34.600. Das hole ich eben aus meiner zweiten Kasse raus. Krog. Also ein Buch. Ich wollte sagen, Krog. Was zum Teufel soll das sein? Ja, ich glaube, wir holen uns einfach hier Ketchup danach, ne? Ich wollte sowieso noch einen Kühlschrank kaufen. Kühlschrank? Kühlschrank? Holen wir nochmal so einen großen. Und ein Regal. Ich glaube, da passt keins mehr rein. Hier vielleicht noch so irgendwo. Oder hier. Bis hierhin. Ja, wird gehen vielleicht. Auf jeden Fall passt hier noch was hin. Und hier passt ja. Das hier hingelegt. Hier passt das ja auch noch hin. Also hier weg da. Du alte Sau. Habe ich sonst noch irgendwo mehr Platz? Nö. Hat er nicht, hat er nicht. Ja, dann machen wir mal einen Laden auf, würde ich sagen, oder? Oder kaufen wir uns jetzt was? Ich bin unentschlossen, wie man merkt. Also, wir können natürlich hier noch so ein Regalchen hinstellen. Dann haben wir da ein bisschen mehr Platz, ne? Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir dann auch die Sachen kaufen. Ja, ich glaube, das geht erstmal, ne? Sieht hier zwar nicht so schick aus, aber... Wie einer meckert hier. Gibt's, dann gibt es aber Ärger. Dann bin ich stinksauer. Stinksauer. Da raste ich komplett aus. So, hier, Kühlschrank, bitteschön. Ich kaufe jetzt die Produkte, ist mir egal. Und wenn die da nicht reinpassen, dann passen die da nicht rein. So. Verwaltung, hier, zack. Ich habe Produktlizenz gekauft, aber ich habe wenig Geld, sehe ich gerade. Also wir können alles nur einmal kaufen. Und zwar, da und Ditte. So. Dann kaufe ich das erstmal. Wir können natürlich genau die gleiche Menge nochmal kaufen, aber ich will erst mal gucken, wo das alles hingehört. Also Pizza. Könnte sein, dass die hier reingehört. Würde ich sogar fest von ausgehen. Das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen Platz machen. Und das machen wir, indem wir das da nehmen und dann sagen... Hier rein und da rein und ganz schnell mal sagen, hier weg damit, weil sonst kommen die gleich wieder alle und ich muss nachfüllen, ich bin der Nachfüller, auf einmal kann ich das. Gut, dann passt da jetzt schöne Pizza rein. Die Krausty die Pizza. Ist voll. Habe ich noch einen Großkarton? Natürlich nicht. Scheißendreck. Ich hatte auch gar keine Hähnchen mehr, weil die habe ich gar nicht geguckt. Egal, das wird erstmal reichen. Pizza müssen wir hier irgendwo mal reinpacken. Ich packe die jetzt erstmal hier rein. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Jetzt holt er seine ganzen Accounts hier raus. So, Mayonnaise. Muss das im Kühlschrank oder eher nicht so? Eher nicht so. Mayonnaise. Der Jan, da ist er wieder. So, wir machen erstmal hier ganz teuer 9,99. Noch nie eine Mayonnaise für 9,99 gesehen, aber das ist Premium-Mayonnaise. Die kennt nicht jeder. Die schmeckt einfach besser, weißt du? Besser! So, er hat es auch verstanden. So, ich mache erstmal nur ein Ding pro Ding.
Etikette, Schuppe, was auch immer, raus damit. Preis festlegen, 2,99. Ketchup ist natürlich billig, ne? Kostet gar nichts. Nichts kostet das. Ketchup ist quasi umsonst. Jetzt haben wir hier Eis. Könnte es hier auch rein, dann weine ich gleich. Bitte lass es in den Kühlschrank kommen. Ist Quatsch. Muss natürlich in den Freezer. Freezer. Aber aufpassen, dass Son Goku hier nicht kommt und Freezer verhaut. Ja, ich hätte gern die Dinger hier raus, aber die kriege ich dann nicht mehr raus, weil die sind da jetzt fest drin. Kriege ich den da jetzt raus? Ich brauche ein Paket. Ich brauche ein Kartoffelpaket. Ich bin im Arsch, weil ich kriege da kein Eis rein. Wir müssen eigentlich einen Fridge kaufen. Einen Freezer, meine ich. Möbel. Bitte lass den billig sein, wo ist er? 400. Eieiei, okay, ist nicht billig. Hätte ich das mir auch sparen können mit der Pizza. Aber wer kann das denn vorher riechen? Der passt hier jetzt nochmal ganz eben nicht hin, aber wir müssen den hier hinsetzen. Sieht doch scheiße aus, Leute. Das sieht doch scheiße aus. Wir stellen den hier vor. Das sieht besser aus. Ist auch nicht genug. Gut. Ah, egal. Ist das jetzt unser Eisschrank hier? Ich glaube, ich hole mir gleich auch noch ein Eis. So, was ist das hier? Weh, das kommt da jetzt auch rein. Ich brauche doch irgendwas noch für den scheiß Kühlschrank, Mann. Ich kotze im Strahl, Alter. Ich will die aber nicht rausnehmen, Alter. Ich würde eigentlich die Hähnchen da rausnehmen. Wir müssen die anbieten, ist das Problem. Kann ich die Pizza da rausnehmen? Das ist die einzige Chance, die ich noch habe. Kommt doch bestimmt hier rein, oder? So, warte. Hier fehlen ja jetzt welche. Bitte, bitte, bitte. Jawohl. So, ihr braucht euch da gar nicht bewegen. Wieso kommt das alles in den Freezer? Was soll das überhaupt sein? Frisst doch sowieso keiner. So, Karton weg. Scheißegal. Wir brauchen nur die großen. Pizza kommt wieder weg. Manometer. Okay, wenn das jetzt auch noch in den Freezer kommt, dann hau ich jemanden. Nee, Glück gehabt. Mal gucken, ob das überhaupt weggeht. Wenn das gut weggeht, wird das natürlich gleich nochmal gekauft. Wenn nicht, dann ist mir das auch egal. Was kostet der Müll? 3,99. Einer weint und einer freut sich. So, habe ich überall Preise? Nein. 4,99. Übernehme ich so. Wird sich übernommen. So, dann diese Krabben-Scheiße hier. Ist natürlich teuer. Das kostet natürlich richtig viel, die Scheiße. Wieso kauft da eigentlich keiner Bier und Wodka? Ist der Wodka eigentlich immer noch so teuer? Nö. Habe ich wieder billig gemacht. Ich glaube, der Fridge ist falsch rum. Oder? Nee, kann ja gar nicht. Sieht aber ein bisschen falsch rum aus. So, können wir öffnen? Wir können öffnen. Ah, ich bin schon fix und fertig und hab noch gar nicht richtig begonnen, nur. Erstmal 10 Liter trinken. So. Junge, Junge, Junge. Der Laden macht mich fertig. Sie machen mich fertig. Ja, ich beobachte sie. Wenn sie klauen, kriegen sie eine Backpfeife. Ja, schön das Teure nehmen, ne? Schön das Teure nehmen. Kartoffeln auch noch. Los! Man muss seine Kunden auch mal ein bisschen dazu bringen, was zu kaufen, ne? Wollen sie nicht noch Kartoffeln? Ey, dein Bruder ist hier. Dein Zwillingsbruder! Hallo. Die Kunden hassen mich, glaube ich. Die reden nämlich nicht mit mir. Und die hat, glaube ich, irgendwie in die Hose geschissen. Und die ist sehr klein. Hey, kleines Mädchen. Hey, ist noch einer. Kleines Mädchen, dürfen Sie denn schon Wodka kaufen? Ausweiskontrolle. So, hat denn jetzt schon mal jemand hier was gekauft von meinem geilen Shit? Jawohl. Zweimal Mayonnaise ist schon weg. Und der andere Scheiß war ja hier, ne?
Ah, Eis ist auch weg. Hier von den scheiß Sticks natürlich nicht, war ja klar. Los, wir brauchen Geld, Leute. Kohle brauchen wir. Na geht doch, kommt doch wenigstens mal jemand zu mir an die Kasse hier. Das ist doch traurig, dass hier nie jemand bei mir an die Kasse kommt. 35. Erstmal mal passend bezahlt. Passend. Anstrengend. Oh, ich habe das falsche Spiel noch drin, warte. Das darf man ja nicht, da kriegt man ja Ärger von der Spielverwaltung hier. So. Oh yeah. Und wir sind dabei, in unserem Laden wieder volle Elle die Kontrolle zu verlieren und unsere Kunden wieder zu schlagen. Weil die uns wieder so aufregen. Geht doch. Anstatt sich hier anzustellen, was sind das für Vollidioten? Stimmt denn mit euch nicht? Guck. So geht das. Und schön die Hot Sauce kaufen. Jawoll. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Das sind Kunden, die man haben möchte. Natürlich auch noch mit Karte bezahlen, anstatt hier scheiß Bargeld zu geben. So wie der Affe. Quatsch hier. 4. 10. Jo, den teuren Thunfisch. Immer gerne gekauft. Danke, bitte. 13 Cent. Hier, 1, 2, 3. Bitteschön. So, die Pizza geht auch gut weg. Ich glaube, wir müssen nachbestellen. Interessiert mich aber nicht. Und das ist ja mal lobenswert, hier Pasta zu geben. So, 50. Und die 7. Kommt der nächste. Schön Fleisch gekauft. So ist richtig. So, 50, 44. So, jawohl, passt bezahlt. So ist richtig. Da kauft sogar jemand diese scheiß Krabbendinger. Es ist ja auch wieder alles durcheinander, ne? Ich hasse es einfach. Den Laden mal von hinten bis vorne mal wieder ordentlich machen. Aber erst sollten wir den mal vergrößern. Das ist leider immer so teuer hier. Kostet ja eine 500.000. 5 und 8. Boah, 3 Fässer. Was gehen wir denen ab? Junge. Party oder was? Wieso bin ich nicht eingeladen? Ich will eingeladen sein. Ich liebe eingeladen sein. Das ist das Beste, was es gibt. Das ist doch der schönste auf der Welt. Irgendwo mal eingeladen sein und nicht zu zahlen. So. Bald ist wieder die Zeit, wo ich das Licht anmachen muss, aber irgendwie geht die Zeit jetzt heute irgendwie gar nicht. Aber ist auch gut, da verdienen wir wenigstens ein bisschen. So ein bisschen verdienen, ne? Geld verdienen, ne? Kennt man ja, ne? Kennste. Oh hier, der Mann steht auf Milch mit Butter. Was soll uns das sagen? Ich sag da mal nicht zu. Ich muss ja hier schön jugendfrei bleiben, ne? Deshalb sagen wir hier mal nichts und mal das Licht jetzt mal an. Ja, ein Kunde wartet in der Kasse. Wen interessiert's? Warum ist hier überhaupt eine Steckdose, wenn ich hier nichts anschließen kann? Seltsame Sachen hier. Eis wird auch gekauft. Ich wünschte, der andere Kassierer hier wäre mal ein bisschen schneller. Der ist so dermaßen langsam, dass er schon wieder scheiße ist. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Dir das an, wie schnell man hier kassieren kann und was er da macht. So macht er.
Ich schlafe ein. So hier. Das kann man nicht bringen, Alter. Was ist das für ein Kassierer? Da wäre es mir lieber, wenn er dann mal sich verrechnet oder keine Ahnung was, hier ein bisschen mehr Wechselgeld gibt, anstatt dass er so lahm ist. Das kann ja nicht sein, dass jemand hier eingestellt wird zum Kassieren und dann das Einzige, was er kassiert, ist eine Backpfeife. Da wären wir wieder bei der Backpfeife, ne? Hilft nix. Manche Leute brauchen das auch. Ja, so viel Geld haben wir auch nicht gemacht, ne? Aber ich glaube, wir müssen jetzt sowieso erstmal wieder sparen und Jens machen, damit wir uns hier die Erweiterung mal leisten können, weil sonst wird das hier alles ein bisschen eng und das, ich hasse zu eng. Manchmal ist eng gut, aber in diesem Falle nicht. Jo. Das habe ich bloß falsch gemacht, dass ich hier arbeiten muss. Das habe ich bloß falsch gemacht. Ich glaube, die ganzen Pommes, sag ich schon. Ketchup und Mayo-Dinger sind gleich weg, oder? Die dürfen doch schon leer sein, eigentlich. Dürfte sich bestimmt gleich jemand beschweren, dass da nichts mehr da ist. Also mittendrin nachbestellen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich gar nicht ein, nur. Das sehe ich nicht ein und auch nicht aus. Ich kann auch ein bisschen mehr kaufen, ne? Freundchen. Sowas muss ich auch noch abkassieren hier und dann auch noch Wechselgeld-Scheiße geben. Das kann man auch mal passt geben. So nämlich. Alter, wie viele Kunden hier noch kommen? Ja, fast 4000, über 4000 jetzt schon wieder. Was geht da ab? Da, hier komm, ich mach zu. Kein Bock mehr. So, Hähnchen ist noch nicht leer, ne? Aber der hat das Paket jetzt ja wahrscheinlich weggeworfen. Aber hier stehen auch noch Pakete mit Fässern. Ich mach doch kein Fass auf. So, jetzt habe ich ein Fass aufgemacht. Das ist alles fast, ja. Habe ich da so viel von gekauft? Was mit Pizza? Können wir Pizza nachfüllen? Komm, können wir bestimmt Pizza nachfüllen hier. Siehst du? Auch wenn es nur ein bisschen ist. Das ist das Schlimmste, dass ich denen auch noch helfen muss, das ist, weil die so blöd sind. Das können wir schon mal wieder einsortieren. Ich kann sowieso mal rumgehen und gucken, ob hier ein bisschen was leer ist. Die ganzen Dinger müssen ja eigentlich auch mal weg. Was ist hier eigentlich? Nudeln, sind die nicht auch hier? Ja, dann können die da ja weg. Oh, ein bisschen nach unten gerutscht hier, ne? Passiert, passiert. Okay. Chips habe ich auch gar nicht nachbestellt. Ich... Trottel, sowas ist mit Handseife. Da habe ich doch gesehen, dass die weggegangen ist. Können wir nicht dieses Paket hier mal loswerden? Aber nein, zwei bleiben übrig. Das ist nicht so gut. Was haben wir hier noch? Sugar. Ja, gute Nacht. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche irgendwann. Hoffe ich zumindest. Wo habe ich das jetzt hingepackt? Hä? Ja, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Und dann wird wieder abgezockt. Aber so richtig. So richtig abgezockt, Alter. Gute Nacht. Ich muss natürlich Überstunden machen heute. Lief nix. So, ich kann ja natürlich ein bisschen hier. Mithelfen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Hey. Ganz ruhig. Visit. Wen willst du visiten?
Wen willst du denn besuchen? Hier, was ist das hier überhaupt? Warum liegt das draußen? Weil das voll ist. Bleibt das draußen liegen? Hier. Toilettenpapier, das kann man auch mal nehmen. Irgendwie alles, was ich bestelle, was ich viel bestelle, geht auch nicht weg. Habe ich das Gefühl. Komischerweise. Wo liegt das wohl? Was ist da hinten überhaupt? Schokopick. Ja, das passt doch noch rein. Bitteschön. Was mit Apfelsaft? Ist der nicht hier irgendwo? Oh ja, passt auch noch. Schön, schön, schön. So, dann können wir den Reiniger mal hier hinten hinpacken, denn der ist voll. Was haben wir hier? Tee. Haben wir Tee nicht noch? Da war doch irgendwas frei. Da, guck mal. Haben wir zumindest einen schon mal wieder weg. Das ist ja schon mal wieder ein Träumchen. Reflex einfach wegen der Twitch-Mod. Ich weiß zwar nicht, welche du meinst, aber ich nicke anerkennend. So. Wir müssen alles hier wieder nachbestellen. Das ist doch kranker Scheiß, würde ich mal sagen. Kranker Scheiß hier. So, das da wieder drauf. Was ist das hier? Auch leer, oder? Ja. Zack. So langsam komme ich auch durcheinander mit den ganzen Sachen, muss ich sagen. So, wir brauchen unbedingt Hähnchen. Aber ich lasse die erstmal wieder ein bisschen auffüllen und guck mal selber, ob wir da nicht noch irgendwas hier zwischenpacken können. Aber jetzt sieht alles ein bisschen voll aus. Ja. Tja. Ja, ich will gucken, genau. Den Markt besuchen gesehen. Ja, das habe ich bei Gronkh gesehen. Aber dann hatte ich das wieder vergessen. Hallo. Guck, wie süß er guckt. Dann hatte ich das wieder vergessen. Ich weiß auch nicht mehr, wie man das macht. Da müsste ich mich einmal einlesen. Was ist hier denn drin? Hier ist doch noch ein leeres Paket. Wieso habe ich das denn gerade nicht genommen? Junge. Da kümmere ich mich aber reden kann ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall kümmere ich mich dann dieses Mal drum. Ich will hier die Pizza drin haben. Kriegen wir das hin, ohne dass die jetzt da wieder einräumen? Ich glaube nicht. So. Das müsste doch jetzt ganz schnell funktionieren. Komm, 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 komm. Gib ihn! Hier ist nichts passiert. Nichts geschehen ist hier. Oh nö, ist doch nicht die richtige Box. Das ist die von den, wer ist die nochmal? Bleichmittel, ne? Ja, dann habe ich nichts gesagt. Obwohl, wir können ja Hähnchen bestellen am nächsten Tag. Und da haben wir ja wieder eine Packung, die nicht leer ist, ne? Oder? Doch, wenn wir die hier reintun. Okay, ich mache schon mal Tag beenden. Die können ja am nächsten Tag auch noch einräumen. 4600 ist jetzt nicht die Welt. Reiniger. Reiniger, wo ist er? Der gute Reiniger. Kostet jetzt mehr. Aber ist uns egal. 3,99 bleibt. Ich wollte bestellen. Ich bestelle so gerne Sterne. Produkte. So, was habe ich gesagt? Hähnchen, ne? Guten alten Hähnchen. Oh, vier Stück, aber wir brauchen erstmal nur ein Paket, weil ich will da ja umräumen. Aber ihr wisst ja, haben ist besser als brauchen. Und wir tun die jetzt einfach hier rein. Und dann nehmen wir die hier raus, ganz schnell. Werfen das Paket da so ganz schnell hin. Ist auch sehr schön gelandet. Wir haben auch nie gesehen, dass es so landet. Und dann packen wir die Pizza hier mal rein, damit die Pizza auch zur Pizza gehört. Was? Damit Pizza bei Pizza ist. So, hier kann ich nicht werfen. Weg damit. So, damit die nicht nachräumen.
Und Pizza ist endlich bei Pizza. Wundervoll. Gefällt mir. Kann ich mitarbeiten? Habe ich genug? Kann nie genug. Man kann nie genug Kartons haben, würde ich sagen. Nie genug Kartons. So, hier, jetzt kann das nämlich auch hier rein. Und. Ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt jetzt. Aber ich glaube, da fehlt nichts, oder? Wir müssen diesen Karton übrigens unbedingt behalten. Das ist der einzige. Für mich. Nein. Pommes, Hähnchen. Ja, dann passt das. Okay, Reste Hähnchen schmeißen wir mal hier elegant rein. Dann räumen die das nämlich auch auf. Und dann dürfen wir gleich den anderen Scheiß auch noch alles nachbestellen. Jetzt wollte ich nochmal gucken. Ja, ist alles gut weggegangen. Können wir ein bisschen viel von nachbestellen. Und ich will mal überlegen, ob ich da auch noch ein Regal mache, damit wir genug Platz haben für alles. Obwohl, wartet mal. Wir können das ja gleich vernünftig ordnen eigentlich, oder? Weil die passt, das passt ja nicht gut zu dem hier, ne? Ich finde, das passt schon alles zusammen, aber. Machen wir jetzt wieder so ein Großumräumding? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir lassen das erstmal hier so stehen. Ja, wir lassen das erstmal so stehen. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Ach, was mache ich denn? Ich wollte gucken, wir brauchen Thunfisch. 1, 2, 3. Dann Milch. Brauchen wir nicht. Da ist noch ein Paket drin. Meine Augen. Eier. Können wir ein paar mehr nehmen? Das kostet ja nichts. So ein Ei, ne? Ganz dringend Mozzarella. Das kostet auch nichts. Und ich räume jetzt schon ein, damit da draußen nicht immer so viel rumliegt. So, ich beeile mich auch. Und dann könnt ihr nämlich auch gleich einräumen. Und dann können wir auch bald öffnen. Und können hier schön unseren Tag verbringen. Wieder an der Kasse. Ihr wisst ja, an der Kasse ist es klasse. Oh, das ist ein Ei. An der Kasse finde ich es klasse. Cool. So, Thunfisch. Bin ja nicht so ein Freund von Thunfisch, ne? Das kann man essen, aber muss man nicht. Muss man nicht unbedingt. YOLO. So. Scheiß drauf. Rein damit. Immer rein damit. Zeige ich euch. So. Oh. So, das war's damit. Jetzt hätten wir. Wir könnten Butter, würde ich einmal nachbestellen, weil das muss nicht, aber wir können. Alles kann, nichts muss. Und wir brauchen Kuchen. So. Dann brauchen wir Toilettenpapier, aber ich würde dieses Toilettenpapier gerne wegmachen. Wo habe ich das jetzt gesehen? Da oben. Das würde ich gerne wegmachen, weil hier gehören ja eigentlich andere Sachen rein, ne? Warum ist hier überhaupt Thunfisch? Was haben die da reingepackt, weil ich das gerade weggenommen habe, ne? Hier. Okay, ja, genauso wie Mehl. Mehl ist hier doch gar nicht. Mehl ist hier. Hier kommt der andere Thunfisch doch rein, oder? Oder wo gehört der hin? Jetzt bin ich schon wieder maximal verwirrt. Nein, der gehört da nicht rein. Der ist nämlich da in der Ecke. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Keiner mitbekommen. So. Machen wir einfach weiter. Hier ist noch alles voll. Kuchen habe ich schon. Das teure Mehl ist gekauft. Die Milch, die teure Milch, nee, Milch ist auch gekauft. So, nachfüllen. Nachfüllen ist das coolste auf der Welt. Wenn ich ein Langweiler wäre, weil es ist langweilig.
Schwupp. Ich muss es einfach schneller machen, dann läuft das auch besser. Immer mal schneller hier. Ich lege mir mal wieder hier so vor. Wenn es voll ist, ist es voll. Was soll man da machen? Ich glaube, da haben sie gerade. Hat er jetzt gerade das Paket zurückgebracht, genau. So, die Butter für die Mutter ist auch da. Und der gute Kuchen. Oh, jetzt ein Marmorkuchen, ne? Ich hätte noch was essen sollen, glaube ich. Es war irgendwie dumm, es dicht zu tun. Ist ja noch nicht zu spät, um was zu essen. So, hatte ich nicht Milch bestellt? Warum ist denn das schon wieder leer hier? Kann doch gar nicht. So, Tee brauchen wir. Habe ich auch für ich nichts so? Nee. Tee, meine Freunde. Der Schwarze. Ist jetzt nicht rassistisch gemeint, weil der ist wirklich schwarz. So, Kaffee. Haben wir auch den Kaffee. Aber wir haben auch einen hellen. So ist ja nicht, ne? Wir haben auch einen hellen. So, ich würde nochmal Reis nachbestellen. Reis geht eigentlich immer. Und da ist auf jeden Fall noch Platz. Das heißt, da kann er mal rein, der Reis. Gute. So, wird auch Zeit, dass ich das mal wieder umräume hier, ne? Das mache ich, glaube ich, erst, wenn ich den Laden vergrößert habe. Das wird aber noch dauern. So. Naja, dieses Nachfüllen muss unbedingt irgendjemand anders machen. Das dauert mir einfach immer zu lange. Rein da. Rausrennen, reinrennen, rausrennen, reinrennen, rausrennen, reinrennen. Christian Kollaps bei ihr. Junge, Junge, Junge. So, haben wir. Nächster ist, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit M, glaube ich, ne? War das nicht so? M. Macaroni. So hieß das. 1, 2, 3. Haben wir, ja, ist bestellt, kriegt heute wieder ein. Und dann haben wir Chips, heißen die Chips oder heißen die Flips oder heißen die Chio-Chips, ich habe keine Ahnung, Covidos heißen die, 1, 2, 3. Ist auch gekauft, Freunde, ist gekauft, macht euch keine Sorgen, Chips sind da. So, und da müssen wir das Neue alles bestellen, dafür haben wir noch keinen richtigen Platz. Kann man hier neu eingeben? Natürlich nicht. Man muss einfach nur ganz nach unten gehen. Guck mal. Pizzakäse. Komische Übersetzung, aber egal. So, hier Krabbensteaks. 1, 2, 3, 4. Jetzt bestelle ich auch mal weiter. 1, 2, 3, 4. Das waren 5, glaube ich, aber egal. Passt schon. Dann bestellen wir halt immer 5, ist mir auch egal. Hey, interessiert das denn, Leute? Das interessiert doch kein Schwein, ob wir da 5 von bestellen. 10 wollte ich jetzt wirklich nicht bestellen. Jetzt habe ich mich verdrückt. Aber auch 5. So. Ich will ja noch ein bisschen Geld übrig haben. So, das Ganze wieder reintragen. Jetzt müssen wir einmal gucken, wo wir noch Platz haben. Hier ist natürlich noch Platz. Und ist das Ketchup gewesen? So, der füllt das auch gleich nach. Wir müssen dann gleich nur eben einmal gucken. Pizza gehört hier hin. Hätte ich gar nicht so viel bestellen müssen. Ist aber auch egal. So, hier. Nimm das. Wir müssen gleich eben gucken, was ich vergessen habe. Irgendwas habe ich vergessen. So, hier. Das packen wir aber mal dahin. Und wir hätten noch die Chips. Die Schippel, die Chips. Und natürlich die Macaroni, die fehlen ja auch noch. Dann nochmal Chibbel die Chips. Dann nochmal Macaroni. Oh, ich habe echt Hunger. Ich kriege gleich echt was essen. Normalerweise esse ich um die Uhrzeit nichts mehr, aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich habe Hunger. Hunger. Wir haben
alle Hunger. Wir haben so einen Hunger. Warum habe ich eigentlich so viel Pizza bestellt? Nein. Was soll ich denn mit der Pizza? So hier, Hot Sauce. Zack. Heiße Soße. So, das war's ja eigentlich mit Bestellen, ne? Muss schon mal öffnen. So, war das das hier? Das war das hier. So, ich glaube, ich in einer ruhigen Minute räume ich das mal selber alles wieder oben hier. Das müssen wir jetzt nicht im Stream machen, ne? Während das fette Diet hier wieder reinkickt, wie sonst was. So. Mayonnaise. Das wird mich immer an die Folge von Two and a Half Men erinnern, wo Ellen die Handpuppe da hat. Mayonnaise. So, da passt auch noch alles gut rein, weil das kleine Pakete sind. Das ist schön. Das erfreut doch mein kleines Verkäuferherz. So, während das hier natürlich wieder nicht reinpasst, das erfreut mein kleines Verkäuferherz natürlich wieder nicht. Jupp. Also ich habe auch wieder viel zu viel bestellt, aber egal, das machen wir ja immer, ne? Das ist ja so unser Running Gag hier, aber zu viel bestellen. So, Hot Sauce rein da. Auf zu jammern. Ja, wir haben es gleich. Vielleicht noch ein bisschen weiter hier hin. Und was ist das? Das kann ja auch mal da drauf bleiben, bitte, ja? So, Hotte Soße. So heiß die Soße. So, das passt nicht mehr. Hab ich gehört. Und da habe ich natürlich noch ein Paket von bestellt. Das schmeißen wir aber weg. Jo, ja, geht los, hier. So. Ah. Entschuldigung, junge Dame. Ich habe nur getrunken, eine Bier. Hi, hi. Ich gehe jetzt gleich was essen, ne? Ohne Witz. Egal, was ich hier sehe, ich habe Hunger. Auch wie Macaroni und Sushi. Und ich habe Hunger. Ich habe so einen Hunger. Oh, jetzt die Pommes von heute Mittag, ne? Die waren so geil. Ich liebe Pommes. Pommes ist eins der besten Sachen, die man essen kann. Ist einfach so. Geht nichts drüber. Über fein leckere Pommes. Und die gehen ja auch noch so leicht, ne? Du haust sie in den Ofen oder in deine Heißluftfritteuse oder in deine Fritteuse mit schön viel Fett dran. Schmecken die sogar noch besser. Kartoffeln sind ja auch gesund, ne? So ist ja nicht. So. Hier schnell alles abkassieren, damit hier auch keiner auf die Idee kommt, nur sich zu beschweren. Nachgefüllt wird ja alles. Es dürfte ja alles da sein. Und es dürften keine Probleme heute vorhanden sein. Gut, waren gestern auch nicht, aber es war knapp schon. Es war schon Knäppchen. So, 8. Die 11. Zack, zack. Also der 4. Ich kann auch ruhig mal ein bisschen mehr kaufen wieder, ne? Also mal so einen fallenden Einkauf hier. Hauptsache Bier drin. Das ist immer das Wichtigste. Eis auf Brot oder weiß ich was, solange man Bier hat, braucht man das ja nicht. Hier, der sieht das genauso. Das hat auch noch passend, das ist doch ein
Geiler Typ. So, hier, 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 hier. Und ein Bier gibt's nicht für dich. Bist wohl noch nicht alt genug, wa? Dreckige Schwein. Spaß beiseite. Erz aus der Ecke. So, warte, hier, Karte. Man merkt, ich hab Hunger. Ist schlimm geworden. Schlimm mit mir hier. Ich hab Hunger. Ich will frühstücken. Was ist denn die beste Mahlzeit? Ich würde sagen Frühstück. Ein richtig geiles Frühstück. Wenn du so aufgewacht bist und hast schon voll so Magenknurren und dann so richtig geiles belegtes Brötchen. Das ist schon mein Favorit, muss ich sagen. Muss man hier eigentlich Licht anhaben oder wäre es eigentlich auch egal? Mal Licht auslassen. 5,98 Euro. Spitzt doch hier mit Karte zu bezahlen. Da kann ich mir das Licht doch fast gar nicht mehr leisten, du. Habe ich schon die Rechnung bezahlt? Ich glaube nicht. Machen wir das mal schnell. Die Kassen sind voll, deine Mama ist voll. Deine Mama ist voll, hat er das gehört? So. Rechnung. Die Rechnungen sind aber auch schon hoch für die paar Räume hier. So, weiter geht das Man in Black oder was? Ich gehe hier das freudige Abkassieren der Kunden, die viel zu viel für die Scheiße bezahlen müssen, aber ich mache hier die Preise, ne? Was wollt ihr denn machen, hä? Wollt ihr woanders einkaufen? Es gibt nur diesen Laden in der Gegend. Deshalb bin ich auch der Beste in der Gegend. Kommen auch die Geschäftsmänner alle her. So, hier, weg. Karte natürlich. War wohl auf Schnäppchenjagd hier, ne? So viele Sachen für so wenig Geld. Karte rein da, 115. 88, der alte Nazi. Was? Hat er nicht gesagt. So, jetzt hier 29 und Agent 47 haben wir auch dabei. Ein paar Pizzen für den Fernsehabend. Kenne ich. Ja. So. Bei dem gibt es auch Pommes auf jeden Fall. Das habe ich gesehen. Vom Pommes kriegt man übrigens Pickel. Ist mir aber ganz egal. Kennt auch nicht jeder, ne? Besten Song mitunter. Pommes kriegt man Pickel, ist mir ganz egal. Ich finde, die sehen hier aber alle ein bisschen so aus, als würden die Drogen nehmen. Das ist jetzt irgendwie, soll jetzt keine Beleidigung sein, aber irgendwie kommt mir das so vor. Als würden die alle Drogen nehmen. Das sind doch alle Drogenopfer hier. Deshalb reden die auch nicht. Drogen. Ich brauche das Zeug. Ich auch. Also hier, ich brauche das Zeug auch. Und das auch. Und da noch ein bisschen von. So, ist wieder Feiern, ne? Wir haben, was haben wir denn eingenommen? Gar nichts. Was soll das denn? Ich habe jetzt nur das eingenommen, dass ich wieder kaufen hier. Wieder voll machen kann alles, das wollte ich sagen. So, was ist denn hier los? Könnt ihr wieder nichts oder was? Muss ich euch wieder helfen? Mann. Ja, macht der Chef das natürlich wieder. Wenn hier keiner was drauf hat. So, Handseife. Was ist denn da jetzt los mit der Handseife? Ich habe doch gesehen, dass die verkauft wurde. Dann ist dieser Karton endlich mal weg. So, da haben wir die letzten beiden Kunden und wir sind nur bei 4300 Evi. Fetzt das gerade nicht. So. Ja. Dann lassen wir die mal wieder einräumen und das war's dann. Ist ja immer noch nicht fertig.
Und die Frisur ist immer noch am Flackern. Eher gesagt die Farbe, ne? Geh jetzt noch ein bisschen schneller, Harald. Jetzt geht's ein paar aufs Maul. Kündigung ist raus, sag ich dir. Kündigung ist raus. Kündigung ist raus, so. Schließt du echt ein, komm, mach schon mal das Licht aus. Mach deine Kasse zu, weil du so lusche bist. So, da haben wir jetzt geschlossen und ich würde sagen, das war's auch jetzt bis jetzt. Ich muss morgen zwar jetzt nicht so früh raus, aber...